Schreck. Du hast recht, Liebes, wie ich sehe. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Heilen und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, umschifft all das Grauen. Vertrauen ist Schnucki. Welch ein schöner Gesang. Boat of Love, Boat of Love. Okay, er muss schon freigeschaltet. Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Junior? Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus. Das ist der Dekan. Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen, mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, Dalli, ab in den Vorlesungssaal. Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Ach du Schreck. Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort, so viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Okay. Ja, nach dem Wahnsinn hier, nach dieser Ankunft, gehen wir gleich mal weiter, aber ich brauche erstmal eine kleine Aufnahmepause, bevor wir hier uns im Klassenzimmer umschauen und uns, hier in der Stadt umschauen und versuchen, die Schlüsse zu bekommen und das Nummer aufzuschließen und die Zeit zu retten. Ja. Ich würde sagen, bis bald. So. Okay. Schauen wir uns erstmal ordentlich um. Schauen wir uns den Tafeleimer an. Noch ist hier gar nichts im Eimer. Okay, Schnabeltierkorb. Schnabeltierkorb, wofür der wohl gut ist?
Vielleicht tut der Schnabeltier. Dann nehmen wir uns mit. Versuchsaufbau. Was ist das hier noch gleich? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Anschlussfrage. Wer mag Klugscheißer? Niemand? Tja, richtige Antwort. Okay, die Tafel können wir uns nicht angucken. Käfig. Ein gut aussehender kleiner Bursche. Duzi, duzi, tata. Versuch, Schnabeltier. Oh nein, sie verwenden Schnabeltiere als Versuchsobjekt. Das ist doch... Ein gut aussehender kleiner Bursche. Duzi, duzi, tata. Hey, aus! Ganz schön aggressiv, der Kleine. Hatte bestimmt eine miserable Kindheit. Keine Freunde, die ihm halfen, fremde Stützräder anzusägen. Erschütternd. Hey, aus! Ganz schön aggressiv. Hatte bestimmt keine... Okay, vielleicht in den Käfig rein. Na komm schon, rein da mit dir. Och, jetzt jammer doch mal nicht so rum. Dein alter Käfig hat auch nicht besser gerochen. Okay, komm mit Laborschnabeltier. Alles klar. Mit Studenten noch mal reden. Wo finde ich noch gleich McChronicles richtige Zeitmaschine? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Okay, wir brauchen den Schlüssel vom Dekan. Vielleicht wird es Zeit, die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Wie in all meinen Lieblingsfilmen. Alf 4, die Fehlgeburt, Cowboy Dodo und die außerirdischen Betonköpfe oder Space Teddys, Karawane der Kidnapper. Okay. Hey, cool. Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Wie geht's denn, Goal? Goal, was machst du denn da? Wonach sieht es aus? Ich störe die Vorlesung. Aber das kannst du nicht tun. Ach nein? Was willst du machen? Mich durch die Prüfung fallen lassen? Ich versuche hier die Zeit wiederherzustellen. Die Zeit, in der ich mich angeblich in dich verliebt haben soll? Danke, nein. Kannst du nicht wenigstens die Füße vom Tisch nehmen und den Hut absetzen? Du untergräbst meine Autorität als Dozent. Und überhaupt, was soll dieser alberne Aufzug? Dreimal darfst du raten. Ich habe mir einen eigenen Aluhut gebastelt, damit ich mich daran erinnere, was du für ein Idiot bist. Aha. Okay. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Bis 8. Okay, hier kommen wir raus. Sonst noch irgendwas, was wir anfassen können? Können wir den Eimer mitnehmen? Vielleicht bringt das ja was. Tatsache, wir können einmal mitnehmen. Laufrad, Versuchsaufbau. Das Laufrad haben wir uns noch nicht eine angeguckt. Unterbezahlte Aushilfskraft. Na, dürfte nicht so schwer sein. Immerhin ist das hier eine Uni. Vielleicht. So, jetzt passt gut auf. Ich glaube, ich habe es verpasst. Kommt das in der Klausur? Buh. Immer mit der Ruhe. Es kann ja noch gar nichts passieren, bevor ich... hier drücke, richtig? Aha. Und was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ein neuer Raumzeitabschnitt, der alle bekannten Eigenschaften der Zwischenzeit besitzt. Verstehe. Wie ein Ballon, der langsam aufgeblasen wird. Nein, überhaupt nicht wie ein Ballon. Warum nicht? Ich mag die Dinger. Okay. Eine Anomalie. Was ist das jetzt gleich? Das ist eine temporale Anomalie. Ach ja, nein. Vielleicht kennst du ein... Ich kenne da bloß einfach keine Ballons. Das ist schon normal genug. Ich dachte, wir müssen Tafelwasser reinschütten in die Anomalie. Studenten, Studenten, Studenten. Okay, Regenschirm, den sollten wir vielleicht mitnehmen. Werden wir vielleicht gebrauchen. Vielleicht können wir den Regenschirm in die Anomalie halten. Hier ist kein Wetterexperiment, sondern ein Zeitexperiment. Leicht zu verwechseln. Nein, 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 nein. Ok.
Okay, dann würde ich mal sagen, raus mit uns. Beobachtet die Anomalie, macht euch Notizen und gebt mir eine gute Bewertung bei meinprof.org. Okay. Bin wieder zurück. Ich wollte mal dort hoch. Oha. Albino-Schnabeltier. Irgendjemanden erinnert es mich an meinen Steuerberater? Tja. Muschi, 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 Muschi. Stur wie ein Stoppschild. Tja, vielleicht. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Aha, ein Köder. Stur wie ein Stoppschild. Okay, Regenrinne. Läuft, war nur bergab, aber läuft. Wir haben einen Regenschirm und einen Tafeleimer. Das würde bestenfalls alles Nicht nötig, das ist auch so. Nicht nötig, das ist auch so schon trocken genug. Okay. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Okay, wir brauchen einen Köder, damit wir das Albino. Schnabeltier hinkriegen. Oh, eine Ziege. Scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Alles klar. Schrottballstudent, irischer Sensei, Pinata. Pinatas am Grill Donnerstag sollten in unseren Traditionsschatz aufgenommen werden. Und wer hat es zuerst gemacht? Streng genommen die beiden. Tja. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Trainingssack? Das sieht mir eher wie eine drexikanische Pinata aus. Typisch Sehende. Es kommt eben nicht immer auf die Optik an. Sondern darauf, dass Naschkram rausrieselt? Nein, aber es schadet auch nicht. Oder? Ha, sind also blind. Was hat es mit dieser dämlichen Brille auf sich? Sie hilft mir, mich auf mein Ziel zu fokussieren. Indem sie dich faktisch erblinden lässt? Dafür schärft sie all meine anderen Sinne und schützt gegen Hirse, Hausstaub und Ziegenmilben. Ich bin Allergiker, musst du wissen. Mich deutlich, du stehst auf der falschen Seite des Schrottballschlägers. Aha, er hat also eine Ziegenallergie, das können wir einrichten. Was treibt ihr denn hier? Wonach sieht das aus? Ah, das kannst du natürlich nicht wissen. Es sieht aus, als hätten sich zwei blinde Hühner im Misthaufen geirrt. Da sieht man's wieder. Augenlicht, Taugenicht. Wir sind Profis auf unserem Feld. Topf schlagen? Besserwisser vermöbeln. Oh. Keine Sorge. Noch ist deine Ausbildung nicht abgeschlossen. Deswegen auch der Trainingssack. Okay. Wie er wohl sein Gold wiederfindet, wo er doch keine Regenbögen sehen kann. Tja. Na dann zeig mal, was du kannst. Mit dieser lächerlichen Brille kann ich nicht einmal richtig sehen. Deine Augen können dich täuschen. Vertraue ihnen nicht. Als ich noch sehen konnte, schien es ja auch eine gute Idee, Mrs. Sensei zu heiraten. War die auch blind? Also jetzt reicht's. Zeig diesem Großmaul, was du gelernt hast. Habe ich was getroffen? Ja. Den Kern der ersten Lektion. Du wirst kein Ziel treffen, solange Treffen nicht dein Ziel ist. Aha. Okay, Labortür. Können wir aufstoßen? Bestimmt. Abgeschlossen. Alles andere hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Tja. Was auch sonst. Unkraut. Das muss dieser Studententabak sein, von dem Lonzo immer erzählt. Eine Pflanze, die kurioserweise hauptsächlich auf Balkonen von Studenten-WGs gedacht. Ich ahne, was das ist. Die Pflanze. Wir nehmen uns was davon mit. Hinterzimmer, wenn er diese Trash-Metal-Band zu Besuch hat. Okay. Wir haben Unkraut. Stör ihn nicht. Er schlägt er auch mal? Nicht, wenn du. Okay, vielleicht können wir mal hochgehen und ein Schnabeltier als Köder das hineinlegen. Ich bezweifle doch sehr, dass sich das Schnabeltier damit ködern lässt. Verwöhntes Biest. Ich bezweifle doch. Hätte ja sein können. Dass das als Schnabeltierköder dienen könnte.
So, die Ziege. Das scheint das Unimaskottchen-Fach. Okay, nach vorne. Hier mal hinein. Oha! Er ist bei seinem Vater. Im Büro. Was suchen Sie denn hier? Sie müssten doch in der Vorlesung sein. Ich wollte mir nur kurz die Beine vertreten. Dann vertreten Sie sie zurück in den Hörsaal. Und kommen Sie erst wieder, nachdem die Pausenglocke geläutet hat. Na los, hoppidi hopp. Aha. Okay. Sie schon wieder. Sehe ich richtig oder gibt es hier Luftspiegelungen? Zurück zur Vorlesung. Aber Dalli. Wir müssen die Glocke zum Leuchten bringen. Zum Leuchten bringen. Zum Leuchten, zum Leuchten. Sie schon wie. Okay, mit ihm können wir auch erst dann reden, wenn es. Wie die Glocke geläutet hat. Okay, kriegen wir nix. Zur Verwaltung. Okay, schwarzes Brett. Fotos von Baby Wombats, Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Quatsch. Hey, das sieht interessant aus. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Na klar will ich. Ich hab ja Hunger. Jetzt muss ich nur noch Deponia 4 Komplettlösung abzugeben. Atlantic Ninja. Tja. Ich werde jeden entfreunden, der Bilder von Kapuzineräffchen aufhängt. Okay, wir müssen ein Kapuzineräffchen-Bild finden. Ein Zettel. Ui. Döpft die Ziege dahin. Ah, okay, döpft sie hin und her. Ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie so ein. So das Windrad da zum Laufen bringen können, irgendwie. Und damit dann die Ziege hinunterwehen können. Okay. Da oben liegt noch das Schnabeltier. Okay. Das haben wir jetzt probiert. Jetzt müssen wir was finden, was dem Schnabeltier gefällt. Ich bezweifle doch sehr, dass. Okay, vielleicht müssen wir was hier hineinstecken. In die Anomalie. Dann reißt das Blatt in der Zeit. Vielleicht bringt das was. Das ist schon anormal genug. Hätte ja sein können. Zettel vielleicht. Das ist schon anormal genug. Okay. Was ist das hier? Das ist anstrengend. Tja, bitte. Okay, wir müssen den Schlüssel bekommen von dem. Wir müssen die Uhr manipulieren. Das Thema läutet. Was würde rein theoretisch passieren, wenn ich an den Zeigern der Uhr drehte? Sie würde nicht mehr die richtige Uhrzeit anzeigen? Das war nicht die Antwort, die ich hören wollte. Dann sollten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, den Fachbereich mit Forschungsgeldern zu unterstützen. Okay. Kann ich sie irgendwie drehen? Sagen, warum die Zeit nicht kommt. Weil deine wie lange das hatten wir schon. Das ist es. Okay, scheinbar können wir es nicht drehen. Zumindest nicht so. Das könnte alles nur noch okay, mit dem Eimer. Es ist Zeit mir etwas plus minus 5 Minuten. Es ist Zeit, mir etwas anderes auszudenken. Plus minus 5 Minuten. Okay. Was können wir hier noch tun? Er sieht nicht besonders motiviert aus. Bestimmt fehlt ihm eine lange Ansprache, in der es. Okay. Ihn rausnehmen können wir auch nicht. Ihn was einlocken. Den Versuch wäre es wert. Ich bezweifle irgendwie, dass ihn das besonders. Okay, ihn besonders motivieren. Vielleicht das Unkraut. Ich bezweifle irgendwie, dass ihn. Kann mir
jemand sagt, du bist ich. Okay. Es wird Tafel schütten. Symptom. Okay, es lockt an den. Alles lockt den nicht an. Okay. Ja. Ich nehme die Deponia 4 Komplettlösung, die dort, abzugeben ist, die da jemand abgeben will. Die würde ich jetzt gerne nehmen. Ich kann mit Ziegern locken. Ja, ja. Superkräfte funktionieren immer noch nicht. Ich kann nur mit dem. Es gibt mehr als eine Methode, um verschlossen. Leider erfordern die meisten davon trotzdem ein. Passenden Schlüssel. Wo kriegen wir jetzt einen Schlüssel her? Okay, bevor wir hier irgendwas tun können, und das ist auch der Schlüssel, den wir brauchen. Sieh schon. Sehe ich zu und. Müssen wir die Glocke. Die Glocke aktivieren, das könnt ihr gerade machen. Ja. Wenn ihr schon auf YouTube seid. Dann gleich mal die Glocke aktivieren, um nichts weiter zu verpassen. So, nach hinten. Nach vorn. Nach unten geht's hier nicht. Okay. Da fällt mir auch nicht viel ein. Das muss mehr Chronicles schärfen. Immer auf alles vorbei. Immer und alle. Ich möchte jetzt rein hier und den Schirm gleich gebe. Sieh schon wieder. Sehe ich zu und. Tja. Okay, da kommen wir wirklich nicht ran. Tja, also. Mit denen noch mal reden. Habe ich was getroffen? Nicht, solange du spielst, um zu gewinnen. Spiele, um gewinnen, schätzen zu lernen. Aha. Ein bisschen Unkraut. Hör ihn nicht. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Okay, probier alles mit allem. Willst du mal was Tolles? Ja. Geht ja gar nicht. Okay. Tafel einmal. Stör ihn nicht. Stör ihn nicht. Nicht. Ich kann das Blatt irgendwie auf den. Auf die Pinata legen. Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Oder auch nicht. Okay. Habt ihr vielleicht irgendwas? Könnt ihr damit was gebrauchen? Ihre kleinen Nerdköpfchen rauchen bereits. Da müssen wir uns ja vielleicht abkühlen. Ich will sie nicht mit diesen profanen Allerweltsproblemen von ihrer Aufgabe ablenken. Tja, also. Deinen Zettel vielleicht? Das ist einer von euch zufällig Romantic Ninja? Herr Rufus, bitte nicht! Du bist Romantic Ninja? Das ist peinlich. Wusstet ihr, dass er ein romantischer Ninja ist? Dass er, wie es hier auf dem Zettel steht, den schwarzen Gürtel der Liebeskunst trägt? Ich möchte im Erdboden versinken. Nein, das wussten wir nicht! Das muss daran liegen, dass er mit den Schatten der Einsamkeit verschmilzt, wie es hier so schön steht. Zum Glück habe ich diesen Zettel gefunden, denn wirst auch du bedroht auf dem Schlachtfeld der Liebe, was offenbar auf mich zutrifft. Bedroht? Mein Katana hat dein Herz in Fetzen geschnetzelt. Bietet er Folgendes an. Willst du mit mir mein Pausenbrot teilen? Ja, wir können es haben. Mir ist der Appetit vergangen.
Danke, Romantic Ninja. Deine Tapferkeit und dein Edelmut werden nicht in Vergessenheit geraten. Auch in tausenden Monden nicht. Okay. Okay, wir haben ein frisches Pausenbrot. Damit können wir bestimmt auf den Turm. Okay. Das würde bestenfalls alles. Das Pausenbrot hineintun. Schnabeltiere essen nur alles, was frisch ist, spucken sie und dann. Aha. Aha, aha. Du mir kein frisches Brot, aber vielleicht ein anomaliertes Brot. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Na, das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Ja. Okay. Uah. Ein sehr altes Brot. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Okay, wir nehmen noch Schnabeltier mit. Und ja, vielleicht können wir. Das jetzt damit anspornen. In den weiblichen Schnabeltier. Rufus-Schnabeltier mit dem Gold-Schnabeltier. Mal schauen, ob ihn anspornen. Das aktiviert. Oh ja. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Ich. Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordberg, Herr Professor. Nordberg, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Und schon vergeht die Zeit im Flug. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, unter Bisswaldführer. Ihr Name ist Hildebrand. Ihre Eltern waren witzvoll. Und die Zeit. Schrottländer, sie ist Austauschstudentin. Da klingelt's und dann können wir. Na und? Soll ich mir das jetzt zum Doktor, zum Prof. Yippie, Schule ist aus. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wollen nie etwas, was auch andere erleben können. Meine Schule ist aus. Laufrad. Wenn es weiter so anstrengend wird, diese Geschichte bestimmt irgendwann ein glückliches Ende nehmen. Okay, Schnabeltier so, wieder knien. Nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Okay. Das mit Unkraut beruhigen. Kann jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen. 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Wir werden hier noch alt und grau. Und ich will mir nichts, wenn mir nichts einfällt. Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen. 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Okay. No, schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat schon mal gesteckt. Besser ihr gewöhnt euch dran. Okay. Jetzt können wir mal rausgehen. Und nach vorne und zur Verwaltung rein. Hallöchen.